Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen heute Abend im Cowboy Forum. Herzlich willkommen zur dritten Die Battle. Wir haben hier keine Prominenz auf der Bühne. Das Thema ist Ihnen nicht bekannt. Deswegen finde ich das ganz besonders großartig, dass Sie heute Abend alle zu diesem sehr ungewöhnlichen Format gekommen sind. Wir haben eine kleine Veränderung vorgenommen für diejenigen, die schon mal da waren. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Die Abstimmung über das Thema ist jetzt geheim. Davor hatten wir noch so Metaplanwände, wo Sie so gepunktet haben. Und da hatten wir so das Gefühl, wenn man später kommt und dann sind schon ganz viele Punkte beim Thema 2, oh, dann denkt man sich, bringt jetzt auch nicht mehr viel, wenn ich für das Thema oder für das Thema mache. Deswegen haben wir das jetzt geheim gemacht. Das heißt, wir haben richtig eine sehr aussagekräftige Verteilung der Stimmen nachher. Und ich bin gespannt, welches Thema es heute Abend sein wird. Weil das ja eine Reihe ist und das ist jetzt die dritte Veranstaltung in dieser Reihe, die Battle, interessiert mich jetzt mal, und da mache ich jetzt eine kleine Umfrage, wer von Ihnen ist heute Abend zum ersten Mal bei einer Die Battle? Oha, das sind schon ziemlich viele. Wer war schon einmal da vorher? Okay, und wer war sogar schon zweimal vorher da und ist zum dritten Mal hier? Okay, das ist eine Minderheit. Okay, also wir haben noch großes Potenzial, die Fangemeinde noch weiter zu stabilisieren. Aber das freut mich natürlich, dass so viele von Ihnen einfach sich auf dieses kleine Abenteuer einlassen, mal hierher zu kommen ohne Prominenz und ohne Thema, was wir bewerben können. Es gibt noch einen anderen Aspekt. Ich habe mich nämlich gefragt, wenn wir hier immer dasselbe Format machen und es gibt kein Thema, über das ich sprechen kann in der Begrüßung, soll ich eigentlich immer dasselbe sagen? Oder soll ich versuchen, immer was anderes zu sagen? Aber wenn Sie jetzt alle hier neu sind, dann schaue ich mal, was ich eigentlich das letzte Mal und das vorletzte Mal gesagt habe. Nee. Warum machen wir die Battle? Wir machen die Battle, weil wir sind davon überzeugt, dass eine gute, offene, kritische Debatte Lebenselixier einer funktionierenden Demokratie ist. Und gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass die Diskussionskultur, Debattenkultur bei uns in den letzten Jahren doch Schaden erlitten hat. Also wir haben eine zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft, damit mag das was zu tun haben. Es hat vielleicht auch was mit der Digitalisierung, mit dem Internet zu tun. Die Bereitschaft zuzuhören hat eher ab als zugenommen. Oft ist es gar nicht mehr möglich, sich überhaupt einig zu werden, wie die Realität ist, sondern sagt man einfach, das ist Fake News, wenn irgendeiner was behauptet. Der Geduldsfaden reißt schneller als früher. Die Begriffe Maß und Mitte bei Wortwahl und Positionierung scheinen oft nicht bekannt zu sein. Ein Shitstorm kommt schneller, als man denkt. Das geht sehr schnell an die persönliche Substanz und kann auch sehr schnell die Karriere kosten, egal ob er dann am Ende berechtigt war eigentlich oder nicht. Und es wird zuweilen und vielleicht auch immer öfter einfach der anderen Seite das Recht abgesprochen oder die Legitimation zu einer bestimmten Frage überhaupt eine Meinung zu vertreten und Stellung zu nehmen. Bei der Die Battle geht es darum, genau dies alles nicht zu tun. Es geht um eine gute, pointierte Debatte, die eigene Meinungsblase zu verlassen, einander zuhören und natürlich geht es darum, Sie, liebes Publikum, zu überzeugen von der eigenen Position. Da geht es dann nicht nur um die Qualität der inhaltlichen Argumente, sondern es geht natürlich auch um rhetorische Fertigkeiten. Und jetzt kommt der neue Part. Darüber haben sich nämlich schon die alten Griechen und Römer Gedanken gemacht. Nach Aristoteles muss ein guter Redner nicht nur über ausreichende Sachkenntnis verfügen, sondern er muss das, Zitat, Gemüt seiner Zuhörer erkennen können. Er muss seine Argumente also auch überzeugend rüberbringen. Und der gute alte Cicero spricht von drei Qualitäten des perfekten Redners. Natura, die natürlichen Anlagen des Menschen wie Intelligenz, Beweglichkeit und körperliche Vorzüge. Zweitens Ars, die Kenntnis der theoretischen Grundlagen der Rhetorik. Und drittens Exercitatio, die nötigen Übungen, um die geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu trainieren, die für die Rede von Bedeutung sind. Natura, Ars, Exercitatio. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich die Überleitung zum Debattierclub Hamburg? Diese
Drei Qualitäten finden Sie in besonders hoher Konzentration beim Debattierclub Hamburg und das schon in jungen Jahren. Das werden Sie gleich sehen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir diese Debattle wieder in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Debattierclub Hamburg durchführen können. Und ich danke den Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich dafür. Max Maas vom Debattierclub Hamburg wird uns durch den heutigen Abend führen und wird das in bewährter Manier, hammerartig, das werden Sie gleich verstehen, was ich damit meine, für die Einhaltung der Regeln und der zeitlichen Vorgaben sorgen. Ich freue mich auf einen spannenden, unterhaltsamen Abend. Schön, dass Sie alle da sind und Herr Maas, Sie haben die Bühne. Dankeschön. Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir im Namen des Debattierclub Hamburgs. Bevor ich alles weitere erkläre, ich meine, die meisten sind ja das erste Mal da, also kann ich auch alles wieder sagen, was ich zuvor gesagt habe, müssen wir einmal den Debattierenden das Thema verkünden. Das Thema des heutigen Abends lautet: Sollte Deutschland die Ukraine mit Kampfpanzern unterstützen? Ja, ja. Oh, Unmut macht sich breit im Mittelblock. Also, die Debattierenden haben jetzt 15 Minuten Zeit, das heißt, die Debatte beginnt ungefähr um 7:55. Sehr schön, ja. Ich höre schon, ein bisschen Unmut herrscht über das Thema und ich muss sagen, es war selten so knapp wie heute, insofern hat sich die Neuerung mit den Wahluhren schon gelohnt. Es haben nämlich 55 von Ihnen für die Ukraine abgestimmt und 53 für das Gender-Thema. Also zwei Stimmen Unterschied. Ja, hat mich auch gewundert, hat mich auch gewundert. Ich hätte auch das andere genommen, naja. Ja. Also, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum überhaupt das Thema nochmal aufgreifen. Ich meine, Sie alle haben wahrscheinlich in den letzten Wochen schon mal eine Talkshow dazu gesehen. Sie haben schon alle Argumente aus Fernsehen, Zeitungen und so weiter entnommen. Aber eine Debatte unterscheidet sich natürlich noch mal ein bisschen von dem, wie normalerweise im öffentlichen Raum Argumente ausgetauscht werden. Also bei uns folgt das ganz klaren Regeln, die ich Ihnen im Folgenden gleich einmal erläutern werde. Aber bevor wir dazu kommen, möchten wir natürlich erstmal ein kleines Stimmungsbild einholen bei Ihnen und herausfinden, wie Sie denn zu dem Thema stehen. Dazu müssten Sie jetzt alle einmal Ihr Mobiltelefon zücken und auf die Seite www.menti.com gehen. Ja, da öffnen Sie einfach den Browser auf Ihrem Mobiltelefon oder das Internet und geben da www.menti.com ein. Und dann wird die Seite Sie nach einem Code fragen. Der Code ist 57948220, der steht da. Sobald sich die Folie hier wechselt, dann wird der Code immer noch ganz oben im Bild stehen. Also der geht nicht verloren. Ich sehe schon, viele Mobiltelefone sind gezückt. Sehr schön. Dann können wir schon einmal zur Testfrage weitergehen, um zu sehen, ob denn auch alle soweit sind. Okay, nicht so schnell. Das ist sehr gut, Sie machen schon mit. Ja, also wie Sie sehen, wenn Sie den Code noch nicht eingegeben haben, der steht immer noch ganz oben. Also gehen Sie einfach auf www.menti.com, geben den Code ein und dann können Sie über unsere Testfrage abstimmen, die man natürlich auch so hätte debattieren können. Sollte sonntags das Autofahren mit Verbrennungsmotor verboten werden? Ich meine, autofreie Sonntage kennen einige von Ihnen wahrscheinlich noch. Das ging auch irgendwie damals. Warum sollte das jetzt nicht gehen? Wir haben ja auch irgendwie eine Energiekrise, eine Klimakrise. Man könnte Incentives setzen für die Verbraucherinnen, umzusteigen vielleicht vom Verbrennungsmotor auf ein anderes Auto. Man tut auf jeden Fall der allgemeinen Erholung was zugute, wenn man sich nicht mehr am Sonntag auf der Autobahn darüber ärgern muss, dass die anderen viel zu langsam sind und dass man gar nicht richtig vorankommt, weil so viele Sonntagsfahrer wieder unterwegs sind, weil es dann nur noch sehr wenige Autos geben wird, die auf der Straße unterwegs sind. Sie tendieren trotzdem leicht zu Nein, sehe ich. Woran kann das liegen? Freiheit vielleicht? Bisschen das Wochenende als Zeit der Entspannung, da kann man endlich mal sein Auto nutzen und raus ins Grüne fahren vielleicht aus der Stadt. Diese
Lebensqualität für sich selber will man sich vielleicht nicht kaputt machen lassen. Hm. Vielleicht hassen sie auch alle das Klima. Keine Ahnung. Ja, anscheinend. Ja. Ja, wie dem auch sei, also da könnte man auch gut drüber reden, aber wir reden heute über was anderes. Wir reden heute über das Thema, was uns schon seit einiger Zeit beschäftigt und ja jetzt auch gestern Abend war das, entschieden wurde, dass wir jetzt Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Wollen wir einmal gucken, wie sie dazu stehen. Dann bitte einmal zur nächsten Folie. Sie müssen nichts machen, auf Ihrem Mobiltelefon wird sich gleich dann die nächste Frage öffnen und Sie können nochmal abstimmen. Okay, die Frage ist freigeschaltet. Sollte Deutschland die Ukraine mit Kampfpanzern unterstützen? Das. Hier unten rechts sehen wir auch die Anzahl der Leute, die abgestimmt haben. Ich habe das eben nicht gesehen. Wie viele waren das? 189, okay. Dann fehlen noch 40. Aber es ändert sich an den Verhältnissen nicht mehr viel. Also, immerhin, die Mehrheit stimmt der Entscheidung der Bundesregierung zu, die Panzer zu liefern, aber immer noch 31% dagegen. Also man kann sagen, es ist weiterhin ein Thema, was kontrovers ist, wo eine signifikante Anzahl von Menschen nicht überzeugt sind. Vielleicht liegt das auch daran, dass in den öffentlichen Diskussionen bisher noch nicht die besten Argumente ausgetauscht wurden. Und ich meine, das ist ein hoher Anspruch, aber hoffen wir mal, dass heute wenigstens einige gute Argumente für beide Seiten auf den Tisch kommen und wir am Ende des Tages vielleicht nicht unbedingt unsere Meinung ändern, aber immerhin besser begründen können, warum wir dieses Gefühl haben, auf der einen Seite zu stehen oder auch im Austausch mit anderen besser begründen zu können, warum sie ihre Meinung ändern sollten. Denn letztendlich müssen wir ja, wenn wir uns in so einer Demokratie befinden, ständig die anderen davon überzeugen, dass das, was wir denken, auch das Richtige ist. Ich meine, wir können ja nicht einfach hingehen und andere unseren Gesetzen unterwerfen, wenn wir 51% Mehrheit haben, sondern wir müssen immer die besten Begründungen für die spezifischen Sachverhalte finden, damit auch dem eingängigen Zuhörer es klar wird, warum er sich denn bestimmten Gesetzen unterwerfen soll. Oder, wenn er anderer Meinung ist, warum er gute Argumente anbringen kann, die dagegen sprechen. Also 69-31%, das merken wir uns einmal für gleich. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Debattieren. Wir hören gleich eine Debatte. Die wird sich in Bezug zu den Austauschen, die Sie bisher dazu zu diesem Thema vernommen haben, grundlegend unterscheiden, insofern, als dass sie klaren formalen Regeln und Strukturen folgt. Wir haben hier zwei Teams, einmal die Regierung. Die Regierung ist beim Debattieren immer für das Thema und die Opposition, die ist immer dagegen. Das ist wie im echten Leben. Und jetzt bekommen die Teams in der Regel so ein Thema und haben dann, wie im Moment auch, 15 Minuten Zeit, sich auf dieses Thema vorzubereiten. Dabei dürfen Sie nur das nutzen, was sich in Ihrem eigenen Kopf befindet und dürfen kein Internet oder sowas anstrengen, um da neue Argumente zu finden. Das lohnt sich auch meistens gar nicht, weil 15 Minuten reicht gerade, um sich mit dem Team abzustimmen, was denn die großen Linien sind, die in einem Thema vorherrschend sind, was für wichtige Argumente man bringen muss, wie man diese Argumente aufbaut und strukturiert. Und dafür sind diese 15 Minuten da. In der Debatte haben wir auch klare formale Regeln und einen Wächter, der über die Einhaltung der Regeln wacht, das bin heute ich. Wir haben zwei Teams, die Regierung beginnt immer die Debatte. Jeder Redner hat 7 Minuten Zeit, seine Position vorzutragen. Von diesen 7 Minuten Zeit ist die erste Minute und die letzte Minute die sogenannte geschützte Zeit. Diese erste und letzte Minute wird von dem, der aufpasst, mit dem Hammerschlag angekündigt. Also nach der ersten Minute Rede haue ich einmal hier rauf und ab dem Moment ist die Zeit nicht mehr geschützt. Das heißt, das Gegnerteam kann mit dem, was vorne am Rednerpult gesagt wird, in Interaktion treten und Fragen stellen, also aufstehen, eine Frage anbieten oder auch reinrufen, wenn sie der Meinung sind, dass irgendwas ganz Falsches, was gesagt wurde und sie pointiert auf etwas hinweisen wollen.
Der Redner, der vorne steht, muss das nicht annehmen, das Angebot zur Interaktion. Aber letztendlich kann ja nur derjenige überzeugen, der auch bereit ist, sich mit den Argumenten der Gegenseite auseinanderzusetzen und nicht einfach seine Litanei vorträgt und sich dann widersetzt, ohne dass er richtig mit dem Gegnerteam in Interaktion getreten ist. Das wird auch beim Debattieren explizit bepunktet. Und eine gute Frage ist in der Regel eine Frage, die die Debatte insgesamt voranbringt. Also man soll jetzt nicht sich auf so kleine Nischen in so einer Argumentationslücke versteifen, sondern im Gegensatz, wenn der Redner etwas vorgetragen hat und man der Meinung ist, das stimmt so nicht oder da fehlt noch was, dann fragt man nach, weist darauf hin, dass da etwas fehlt, also da etwas logisch unklar geblieben ist in der Argumentationsstruktur, damit er das vielleicht noch nachbessern kann, damit man sich am Ende auch selber, wenn man seine eigene 7-Minuten-Rede hält, besser mit dem bestmöglichsten Argumentationskonstrukt der Gegenseite auseinandersetzen kann. Dann, nachdem 6 Minuten vorbei sind, klopfe ich wieder. Dann beginnt wieder die geschützte Zeit. Diese erste und letzte Minute sind dafür da, damit der Redner vorne sowohl den Anfang als auch das Ende seiner Rede ruhig zu Ende bringen kann, ohne dass er noch gestört wird und dass er einen guten Abschluss finden kann. Nach 7 Minuten klopfe ich 2-mal. Und dann hat der Redner noch 15 Minuten Zeit. So, wenn wir das bepunkten, gibt es ab 7 Minuten 15 einen Punktabzug. Hier ist das nicht so wichtig. Aber nach 7 Minuten 15 klopfe ich dann so lange mit dem Hammer, bis sie leise sind. Und dann setzen die sich wieder. Es redet zuerst die Regierung. Dann kommt die Opposition. 7 Minuten, das Gleiche. Dann die Regierung. Dann die Opposition. Und dann sind sie dran, alle. Normalerweise haben wir 3 freie Reden, die einen neuen Punkt in die Debatte einbringen, der von keinem der beiden Teams bisher richtig beleuchtet wurde. Aber 3 freie Reden, das ist bei so einem großen Publikum mit sicherlich sehr vielen guten Ideen zu diesem Thema ein bisschen wenig. Deswegen haben wir das erweitert und nehmen einfach so viele freie Reden dran, wie es passt. Sie alle haben also dann, nachdem sowohl die Regierung als auch die Opposition 2-mal geredet hat, die Möglichkeit, einen Punkt in die Debatte zu bringen, der Ihnen bislang unterbeleuchtet erscheint. Und Sie können in einer Minute sich klar positionieren, für oder gegen welches Team Sie reden und dann diesen neuen Punkt erklären, warum Sie das denken, was daran wichtig ist, warum Ihrer Meinung nach dieser Punkt ausschlaggebend ist oder auch vielleicht nicht ausschlaggebend, aber immerhin ein Unteraspekt des einer Seite im Thema, die bislang unterbeleuchtet erschienen ist. Und dann hat die Seite, gegen die Sie geredet haben, die Zeit, eine Minute Zeit, darauf einzugehen. Also wenn wir zum Beispiel das Thema mit den autofreien Sonntagen nochmal nehmen und Sie der Meinung sind, das ist wichtig, um die Anzahl der Nicht-Verbrennungsmotoren auf deutschen Straßen zu steigern, aber das bisher komischerweise noch nicht ankam, dann sagen Sie, das Thema war formuliert, sollten wir das Sonntagsautofahren mit Verbrennungsmotor verbieten? Also Sie sagen, ja, das sollten wir verbieten, ich stelle mich klar auf die Seite der Regierung, denn wir müssen die Verbraucher dazu bringen, dass sie mehr alternative Antriebsarten kaufen. Und das ist wichtig, weil da nur durch die Nachfrage wird überhaupt die Wirtschaft erst darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Markt ist, den sie mehr bespielen müssen, wo sie mehr Angebot generieren. Wenn wir also jetzt so einen Sonntag haben, an dem man nur noch ohne Verbrennungsmotor fahren kann, dann führt das automatisch zu mehr Kapazität in der Wirtschaft und deswegen ist das eine gute Sache. Da die Regierung das ja bisher noch nicht richtig, oder sie haben sich auf Seiten der Regierung gestellt, die Opposition hatte dazu noch keine Gelegenheit, was zu sagen. Deswegen bekommen die dann eine Minute Zeit, um dagegen anzureden. Nachdem wir das dann ein paar Mal durchgespielt haben, Sie bringen einen neuen Punkt in die Debatte ein, die Teams antworten darauf, kommen wir auch schon zum Abschluss der Debatte. Dann erhält erst die Opposition noch einmal das Wort und dann die Regierung. Das ist, wie Sie merken, in diesem Fall umgekehrt. Das ist wichtig, damit die Regierung sowohl das erste als auch das letzte Wort in der Debatte hat. Denn die Regierung ist ja normalerweise die, die eine Abweichung vom Status quo irgendwie rechtfertigen muss. Und das ist in der Regel schwieriger, ein ganz klein bisschen schwieriger als das, was die Opposition leisten muss. Und deswegen bekommt die Regierung sowohl das erste als auch das letzte Wort. Hier in diesem Raum fällt
der Regierung das Überzeugen vielleicht ein bisschen einfacher, weil 70% von ihnen sowieso schon auf Seiten der Regierung sind. Aber vielleicht wird die Opposition uns ja so gute Argumente präsentieren, dass sich das bis zu ihrem Part schon ändert. Wenn sie nicht gerade reden, sondern zuhören, aber der Meinung sind, dass das, was gerade vorne gesagt wird, besonders zustimmungswürdig ist, dann möchte ich Sie einladen, das auch kundzutun. Und zwar auch in einer Art und Weise, die die Debatte voranbringt. Also nicht so, dass Sie so laut werden, dass man das Wort des Redenden vorne nicht mehr verstehen kann. Aber schon, wenn ein besonders guter Punkt da ist, dann kann man auch mal seine Zustimmung durch Klatschen Ausdruck verleihen. Oder wenn es so schlecht ist, dass sie der Meinung ist, das gehört ausgebuht, dann können sie das auch machen, aber das ist vielleicht ein bisschen doll. Letztes Mal hat das schon sehr gut geklappt, für die, die letztes Mal da waren. Sie erinnern sich noch, da ging es um das soziale Pflichtjahr für Schüler und Rentner. Und da gab es auf jeden Fall sehr viel Stimmung im Saal, besonders von der älteren Fraktion, die teilweise doch vehement gegen das war, was vorgeschlagen war. Das war schon gut. Dieses Mal müssen wir uns nur als Zielsetzung vornehmen, dass das ähnlich gut ist, aber noch mit mehr Bedenken, dass man das Wort des vorne Redenden immer noch versteht. Ja, so viel zu den Regeln. Gibt es soweit Fragen dazu? Keine Fragen. Das ist gut. Dann hören wir gleich die jeweils 7-minütigen Reden der Debattierenden. In diesen Reden werden die Leute, anders als sie das vielleicht normalerweise kennen, versuchen, so Argumentationsketten aufzubauen. Denn wir bewerten ja normalerweise so eine Regel und da müssen wir relativ intuitive Kategorien anlegen. Wir bewerten einmal den Inhalt und einmal die Präsentation. Und in dem Inhalt, es ist ja schwierig, abstrakte Kommentare zu bewerten. Also, habe ich mir da ein gutes Beispiel aufgeschrieben? Nee, habe ich nicht. Wenn wir sagen, zum Beispiel bei autofreien Sonntagen, autofreie Sonntage sind gut, denn sie fördern den Klimaschutz. Dann ist das abstrakt irgendwie klar. Bestimmt würden die allermeisten von Ihnen dem zustimmen, denn weniger Autoverkehr wird auch zu weniger Emissionen führen. Aber diese abstrakte Ebene ist eben sehr, sehr schwammig. Da ist nicht richtig konkret, was genau passiert, was die Feinheiten sind, was die sogenannten Mechanismen sind, die dazu führen, dass A B zur Folge hat. Deswegen würde man in einer Debattierrede dazu nicht davon sprechen, dass autofreie Sonntage die Emissionen vermindern, sondern davon reden, dass wir eine bestimmte Anzahl an Autos haben und dadurch, dass wir jetzt einen Tag der Woche, also ein Siebtel des gesamten Verkehrs, der wahrscheinlich sogar mehr, also verkehrsintensiver ist als andere Tage, weil Leute diesen Tag nutzen, um längere Strecken zurückzulegen, weil sie an dem Tag frei haben, in Urlaub fahren, weil sie ins Grüne fahren und zurück. Dadurch werden an diesem Tag besonders viele Automeilen verursacht. Und dadurch, dass wir diese Automeilen jetzt alle wegrationieren, dadurch verringern wir die Gesamtemissionen der Bundesrepublik. Das ist jetzt natürlich nur angerissen, weil ich habe mir kein gutes Beispiel aufgeschrieben, aber das soll nur verdeutlichen, dass es darum geht, die Feinheiten, also das Abstrakte, zu konkretisieren, damit man auch wirklich sehen kann, dass der da vorne redet, verstanden hat, worum es geht, dass er auch überzeugend darlegen kann, wie die einzelnen kleinen Zahnrädchen ineinander fassen, damit am Ende die Ursache auch die Wirkung hat. Die Präsentation ist natürlich genauso wichtig. Da wird auch ab und zu vielleicht mal ein bisschen, werden große Worte verwendet, um sie nicht unbedingt rational, sondern emotional abzuholen. Aber da wir ja alle emotionale Wesen sind, gehört das nun mal dazu und das ist auch okay. Ich sehe gerade, die Debattierenden sind schon wieder da. Dann können wir jetzt auch schon loslegen, es sei denn, Sie haben noch Fragen. Es gibt keine Fragen? Dann begrüßen Sie mit mir bitte die Debattierenden des Debattierclub Hamburg.
So, während ihr euch setzt, würde ich gern schon einmal die Rednerreihenfolge aufnehmen. Wer beginnt denn für die Regierung? Finn, alles klar. Für die Opposition? Tobi. Für die Regierung ergänzt? Dario. Für die Opposition? Maxi. Klasse, Maxi. Dann kommen Sie. Da schreibe ich noch keine Namen auf. Und dann schließt für die Opposition? Tove. Und für die Regierung? Wunderbar. Sehr schön. Dann, die Uhr liegt bereit. Dann begrüße ich den ersten Redner der Debatte für die Regierung, Finn. Hört, hört. Ich würde Sie mal bitten, sich kurz an den Anfang von 2022 zurückzuversetzen. Ich weiß, es ist lange her, aber wie war denn da nochmal die Lage, kurz bevor Russland in die Ukraine eingefallen ist? Da hatten wir doch, wenn ich mich recht entsinne, eine ziemlich ähnliche Debatte. Und zwar wurde sich damals, ich glaube, ziemlich einseitig, fast schon darüber lustig gemacht, dass es von Deutschland hieß, wir wollen die Ukraine unterstützen in dieser politischen Krise. Wir senden ein paar Helme. Super. Ja. Und jetzt, heute stehen wir hier, ein Jahr später, und zwar in einer noch akuteren Lage. Russland ist in die Ukraine eingefallen und seit einem Jahr circa haben wir jetzt einen Krieg, der jeden Tag viele, viele Leben kostet. Und dennoch befinden wir uns eigentlich in derselben Debatte. Warum sollen wir jetzt der Ukraine so gut helfen, wie wir können? Warum sollen wir da jetzt Kampfpanzer hinliefern? In meiner Rede würde ich erst gerne darauf eingehen, warum es erstmal Panzer helfen. Ich glaube, das geht relativ schnell. Ich glaube, das können die meisten von Ihnen sich ganz intuitiv vorstellen. Und zweitens, was macht das eigentlich international, dass wir uns dazu entscheiden, wirklich hinzugehen und auch diese Kampfpanzer, diese Unterstützung der Ukraine zu leisten? Ja, erstmal die direkte Hilfe. Was ist die Kriegslage? Gerade ist Winter, Russland hat einen Haufen Leute verheizt in der Ukraine und vor allem einen Haufen Equipment. Russland hat Panzer verloren, Truppentransporter, LKWs, Waffen und vor allem viele Männer. Das heißt, gerade ist so ein bisschen Stillstand. Russland ist nicht auf einem Vormarsch, die stehen nicht kurz davor, irgendwie in Kiew einzumarschieren und dann ist die ganze Sache vorbei, sondern die lungern mal, so ein bisschen salopp gesagt, in den Randregionen der Ukraine rum und festigen ihre Stellung. Ja, was tun wir jetzt, wenn wir uns dazu entscheiden, der Ukraine Kampfpanzer zu liefern? Wir helfen der Ukraine direkt. Nämlich mit dem, was sie dringend brauchen. Und das sind nicht mehr kampfbereite Männer, sondern das ist Equipment. Das heißt, wenn wir die Russen im Grunde genommen aus dieser Stellung rausbekommen wollen, genau das eben hinbekommen wollen, dass wir jetzt noch diesen extra Schritt gehen und die Ukraine, die Russen noch weiter zurückdrängen können, dann müssen wir eben das liefern, was ihnen am besten hilft. Und das, was sind einfach die effektivsten Mittel im modernen Krieg, das sind unter anderem Kampfpanzer. Vor allem, wenn man vergleicht, was Deutschland da zu bieten hat. Ich weiß nicht, wie viele, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen militärtechnisch, aber der neue Leopard A6, um den es da geht, 2A6, Entschuldigung, der ist im Vergleich zu dem, was viele Russland einsetzt, nämlich noch T-72er aus den 80ern, neueres Modell. Und wie das bei den meisten neueren Modellen so ist, ist es besser. Das heißt, wir helfen den Ukrainern nicht nur mit irgendwas, wir schicken denen nicht irgendwas Altes rüber, so nach dem Motto, das wird schon passen, damit könnt ihr euch ja irgendwie verteidigen, sondern wir geben ihnen auch noch besseres Equipment, als es die Russen haben. Und damit können dann die Ukrainer hingehen mit der richtigen Ausbildung, mit dem richtigen Equipment, um wirklich etwas an der Front zu bewirken. Eine Frage bitte. Eure Analyse beruht ja darauf, dass Russland quasi gerade ausblutet. Dabei verteidigt Russland eigentlich gerade seine Linien fester denn je und macht sich bereit für die Frühjahrsoffensive. Was sagt ihr denn da dazu? Ja, Russland verteidigt Grenzen fester denn je, weil vorher hat sich Russland auf einer Offensive befunden. Als Putin da eingefallen ist, sagt er sich, ach ja, so in 7 Tagen in Kiew, das funktioniert doch ganz gut, das machen wir mal. Ja, wo ist er jetzt?
so vielleicht so 100 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze und muss da seine Stellung verteidigen. Das macht Russland nicht, weil die so eine mächtige Militärmacht sind, dass die den Krieg auch, wenn sie wollten, in ein paar Wochen mal eben zu Ende machen. Deswegen braucht es auch nicht immer wieder eine neue Mobilisierungswelle. Das ist einfach das Problem. Russland ist gerade in dieser kritischen Lage. Russland hat einfach die Ukraine maßlos unterschätzt. Und jetzt, das Letzte, was wir machen sollten, ist dann zu sagen, ach ja, läuft doch ganz gut, dann geben wir auch die Unterstützung auf, weil dann lassen wir Russland wieder die Oberhand gewinnen. Aber dann lasst mich noch bitte dazu kommen, was macht das denn international? Wir als Deutsche haben auch historisch gesehen, würde ich sagen, eine gewisse Pflicht. Denn wir sind quasi, könnte man so sagen, auch das Projekt Demokratie. Wir waren der undemokratischste Staat noch in den 30ern, 40ern und haben selbst Europa mit Krieg überzogen. Jetzt ist es doch gerade unsere Aufgabe hinzugehen und zu sagen, wir wollen die Demokratie in Europa schützen, wir wollen sie verteidigen und tun auch das, was es dafür braucht. Und dass wir dann eben nicht dastehen und sagen, ja, ein paar Helme, die werden schon tun, weil unsere Verbündeten in der NATO, die werden eben nicht sagen, ach ja, die Deutschen, die schicken keine Waffen, weil die den Frieden so lieben, sondern die werden einfach nur kritisieren, dass wir so zurückhalten sind, wobei wir doch gerade die Ukraine unterstützen sollten, wenn sie die Demokratie verteidigt. Gleichzeitig ist es einfach auch unglaublich schlecht für das Ansehen von Deutschland in der EU, in der NATO, im internationalen Vergleich, wenn Deutschland einen Ruf dafür entwickelt, sich in internationalen Krisen zurückhaltend zu verhalten. Schlimmer noch, wenn man die Nationen, die die eigenen Werte teilen und mit denen man sich ja eigentlich verbrüdern möchte, dann aber im Stich lässt, wenn es wirklich darauf ankommt. Und so ein Bild wollen wir einfach nicht entwickeln. Wir wollen in der EU möglichst stark dastehen. Wir wollen in der NATO als verlässlicher Partner angesehen werden. Und genau das erreichen wir nicht, wenn wir jetzt hingehen und sagen, Ukraine, ach ja, läuft ja irgendwie. Nee, Kampfpanzer gibt es jetzt nicht für euch, die brauchen wir vielleicht selber oder sowas. Genau das ist das falsche Signal, das wir an alle Verbündeten, eigentlich alle demokratischen Nationen dieser Welt senden würden. Und dann möchte ich gern kurz noch darauf eingehen, was macht das national? Ich würde sagen, vielleicht, weil es Sie ja sicherlich auch interessiert hat, sonst hätten Sie nicht für das Thema abgestimmt, gibt es eine gewisse Tendenz auch im Volke dazu zu sagen, die Ukraine verdient doch eigentlich unsere Unterstützung. Das sind doch Demokraten und die wurden jetzt von Russland mehr oder weniger ohne Grund angegriffen. Warum hilft da Deutschland jetzt nicht so gut es kann? Und genau das zu tun, wäre doch auch ein Signal an den Wählern, an die deutsche Bevölkerung, dass sie in der Politik ernst genommen wird. Dass da nicht auf irgendwelchen hohen Ebenen einfach das gemacht wird, was man gerade will oder dass man irgendwelche Hinterraumverträge da vielleicht noch erfüllen möchte, sondern dass man eben akut hilft. Und aus all diesen Gründen, glauben wir, ist es unerlässlich, dass wir jetzt der Ukraine zeigen, dass sie jede Unterstützung hat, die wir bieten können. Dankeschön. Vielen Dank, Finn. Dann freuen wir uns auf die Erwiderung der Opposition durch Tobi. Hört, hört. Was die Regierung uns hier propagiert, ist Symbolpolitik. Die Regierung sagt, Panzer sind das Wichtigste für die Ukraine im jetzigen Moment. Ich werde euch gleich erklären, warum Panzer nicht das Wichtigste sind im jetzigen Moment, warum es sogar nicht sinnvoll ist, aktuell Kampfpanzer in die Ukraine zu verlegen. Und danach werde ich darüber reden, warum das Symbol, was wir damit ausstrahlen, wenn wir Kampfpanzer liefern, wenn wir als Deutschland eine Eskalation befördern, was das in Russland auslösen kann und was die Folgen sind, warum wir eigentlich lange gezögert haben. Als erstes möchte ich darauf eingehen, worüber Finn geredet hat. Finn hatte zwei Punkte. Finn hat als erstes darüber geredet, Kampfpanzer sind wichtig. Darauf werde ich auch gleich nochmal eingehen und erklären, warum das nicht so ist. Finn hat danach darüber geredet, was hat das für eine Außenwirkung, wenn Deutschland jetzt zögert. Und wir denken, in dieser Debatte geht es nicht um Deutschland. Wir denken, in dieser Debatte geht es um die Ukraine, um Menschen, die aktuell dort sterben. Und wir denken, wir müssen das Menschenmögliche tun, damit wir diesen Krieg möglichst schnell beenden, damit wir möglichst effektiv die Ukrainer schützen können und unterstützen. Und wir sind der festen Überzeugung, Kampfpanzer sind nicht das richtige Mittel. Kampfpanzer sind
in dieser Situation aus zwei Gründen nicht sinnvoll. Einmal, weil, wie wir eben gesagt haben, die Frühlingsoffensive bevorsteht. Und zum Zweiten, weil Kampfpanzer eine ganze Stange an logistischen Problemen mit sich bringen. Wir sind also auf der Oppositionsseite auf jeden Fall für die Unterstützung von der Ukraine. Aber dann bitte sinnvoll. Warum sind Kampfpanzer in diesem Fall nicht sinnvoll? Gucken wir als erstes darauf, was ist die nächste Phase des Kriegs. Momentan sind die relativ eingegraben, beide Seiten sitzen in ihren Gräben und beschießen sich mit Artillerie. Das heißt, wir gucken auf eine Frühlingsoffensive. Und was passiert im Frühling in der Ukraine? Der Schnee schmilzt. Es wird relativ matschig. Das hat Napoleon als erstes erfahren, das hat dann nach der im NS-Zeit haben wir das die Deutschen auch relativ ausgiebig ausprobiert. Im Schlamm kämpft es nicht so gut. Besonders, wenn die Ausrüstung falsch ist. Und deutsche Kampfpanzer sind nicht darauf ausgelegt, durch Matsch zu fahren und im Schlamm zu baden. Deutsche Kampfpanzer sind eigentlich die schwersten Kampfpanzer, die wir in dieser Welt haben. Das heißt, wenn ich das jetzt in ein Schlammbad stelle, dann geht der unter. Das ist nicht so effektiv, weil dann kann er nicht mehr wegfahren. Deswegen halten wir andere Waffen deutlich effektiver. Warum sind Kampfpanzer jetzt außerdem nicht sinnvoll für die Ukraine in diesem Moment? Naja, Kampfpanzer sind jetzt keine Technik wie Maschinengewehr, wo man am Hebel drückt und dann schießt das Ding, sondern Kampfpanzer, die Panzertruppe, die das leiten, die werden halt 4 Jahre ausgebildet. 4 Jahre, die Ukraine wahrscheinlich nicht hat. In 4 Jahren, da gehen wir nicht davon aus, dass der Ukraine-Krieg noch läuft. Und wenn er noch läuft, dann sollten wir jetzt Hilfe liefern, die jetzt hilft. Und nicht denken, naja, in 4 Jahren, wenn die Ukraine noch kämpfen sollte, haben sie dann immer einen Leopard-Kampfpanzer, die sie rumfahren können. Das zweite Problem auf der logistischen Seite ist die Instandhaltung. So ein Kampfpanzer, das haben wir gerade bei den Pumas gesehen, in einer Übung, der geht gerne mal kaputt. In Deutschland 18 von 18 in der Übung. Die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Kampfpanzer nicht kaputt geht, würde ich relativ gering einschätzen. Jetzt hat die Ukraine aber kein Netzwerk zur Instandhaltung dieser Kampfpanzer. Das heißt, Deutschland hat angeboten, diese Kampfpanzer instand zu halten. Jetzt überlegen wir uns, was da passiert. Wir nehmen so einen großen 70 Tonnen Kampfpanzer auf den Zug. Da kommt ein Sonderzug für. Den fahren wir in die Ukraine an die Front, dann laden wir den ab. Dann lassen wir den in den Schlamm versinken, dann laden wir den wieder auf, dann schicken wir den zurück nach Deutschland, reparieren 3 Rädchen, laden den wieder auf, schicken den wieder hin. Das halten wir für nicht besonders sinnvoll. Der dritte Punkt. Kampfpanzer sollen funktionieren nur gut im Großverbund. Großverbund heißt an dieser Stelle ungefähr 150. Wir wissen nicht, was die europäischen Partner leisten werden, das können wir nicht genau vorhersehen. Aber ich sag mal, Deutschland ist einer der größeren Unterstützer. Wir geben 14. Ich halte es für relativ unrealistisch, dass wir 150 Kampfpanzer in den nächsten paar Monaten zusammenbekommen. Das heißt, es ist an dieser Stelle eigentlich total widersinnig, Kampfpanzer zu senden. Das Einzige, was wir betreiben hier, ist Symbolpolitik, indem wir das Symbol befrieden, die Ukraine ruft nach was, wir geben ihnen das. Deutschland ist international wahrgenommen, wie uns die Regierung erklärt hat, als Zögerer. Deutschland hat in keiner Phase des Krieges als erstes geschrien, hier, wir sind eure Unterstützer, wir geben euch die Waffen. Deutschland ist trotzdem einer der größten Unterstützer. Was heißt das im Umkehrschluss? In Deutschland ist eine politische Debatte im Gange jedes Mal, wenn wir liefern. In Deutschland wird politisches Kapital gebraucht, damit wir liefern können. In Deutschland wird diskutiert, wie viele 100 Millionen Euro wir in Waffen investieren, in ein Land zu schicken. Wenn wir das jetzt in Kampfpanzer investieren, Kampfpanzer, die dort im Matsch versinken, Kampfpanzer, die keiner fahren kann, Kampfpanzer, die sowieso nur im Großverbund funktionieren und Kampfpanzer, die nicht instand gehalten werden können da, dann müssen wir dafür auf andere Waffen verzichten. Waffen, die wirklich gebraucht werden können, Waffen, die einen Unterschied machen in diesem Krieg. Und deswegen stehen wir heute stolz auf Seite der Opposition und sagen Nein zu Kampfpanzern, ja zu sinnvolleren alternativen Waffensystemen, die einfach bedienbar sind, effektiver sind und einen großen Einfluss haben. Insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Krise mit der Frühlingsoffensive sollten wir doch was liefern, was dann auch funktionieren kann. Ich hatte versprochen, am Anfang noch ein bisschen über symbolische Eskalation zu reden. Das möchte ich jetzt in meiner letzten Minute noch einmal auf die Schnelle tun.
Denn etwas tun wir wirklich, etwas lösen wir wirklich mit dieser Kampfpanzerlieferung aus. Wir liefern das Gefühl an Russland, Deutschland unterstützt über die Grenzen hinaus, die sie selber definiert, die Ukraine. Deutschland hat von Anfang an gesagt, Scholz stand da, keine Panzerlieferung an die Ukraine. Jetzt haben wir schon Marder-Panzer geliefert. Jetzt fangen wir an, die schwersten Geschütze liefern zu können, die wir irgendwie haben. Das führt zu Druck auf der russischen Seite. Natürlich führt das zu politischem Druck. Auch die russischen Zeitungen, auch wenn die unter der Kontrolle von Russland stehen, werden darüber berichten. Warum? Weil es propagandatechnisch für Russland voll gut ist, wenn sie sagen können, der böse, böse Westen. Und das verschafft Putin politisches Kapital, Dinge zu machen, die vorher nicht denkbar waren. Das erhöht die Bereitschaft, Dinge zu tun, die wir auf jeden Fall nicht wollen. Und deswegen stehen wir heute stolz auf Seiten gegen Kampfpanzer für sinnvolle Waffen. Dankeschön. Vielen Dank. Dann freuen wir uns auf die Ergänzung der Regierung durch Dario. Hört, hört. Gefahr erkannt und Gefahr gebannt. Damit kann ich so etwa die ersten 3,5 Minuten von Tobis Rede entkräften. Tobi erkennt hier ganz viele Fehler, ganz viele Probleme. Die gehen aber alle davon aus, dass wir das auf die dümmstmöglichste Art tun. So offensichtlich werden wir die Panzer nicht im Matsch einfach von den Gleisen runterwerfen. Offensichtlich werden wir die Panzer danach nicht zurück auf den Zug und nach Deutschland ziehen, um da 3 Schrauben auszuwechseln. Offensichtlich kann man all diese Sachen auch nicht inkompetent tun. Und ich traue uns das zu, ich traue es der Regierung zu, und ich weiß, da muss man kurz ein bisschen Fantasie spielen lassen, aber ich traue es der Regierung zu, dass man es schon noch mal schafft, sowas kompetent zu machen. Im Zweifelsfall einfach so viele Verteidigungsministerinnen zu entlassen, bis man endlich jemanden hat, der es kompetent schafft. Aber das heißt, ich glaube, was hier sinnvoll ist, ist die kompetente Art dieser Debatte zu betrachten. Also die, in der wir die Panzer sinnvoll einsetzen können. Okay. Der nächste Punkt von Tobi. Der nächste Punkt ist, Olaf Scholz einen Lügner strafen. Cum-Ex. Also, der Zug ist abgefahren. Das ist egal. Wir glauben, das ist so irrelevant, zumal wir, wie Tobi und wie uns die ganze Opposition zusteht, uns vor allem auf eins konzentrieren möchten. Nämlich einen kurzen Krieg, möglichst wenig Tote, sowohl in der Ukraine als auch in Russland oder sonst irgendwo. Wir wollen Tote verhindern. Okay, das heißt, uns ist dieser Symbolpunkt erstmal mit Olaf Scholz, was er mal gesagt hat, ziemlich irrelevant. Nächster Punkt. Der nächste Punkt, und das ist tatsächlich mal ein sinnvoller, ist der, dass wir keine anderen Sachen liefern können. Warum? Also ganz ehrlich, warum? Wir stellen uns ja nicht hier hin und sagen, wir schicken denen jetzt 14 Panzer oder 15 Panzer und sagen dann Pustekuchen, das war's, mehr kriegt ihr nicht. Ganz im Gegenteil glauben wir sogar, wir können mehr Sachen schicken, wenn wir erstmal die Panzer geschickt haben. Warum? Naja, ganz einfach, weil ich hier heute stehe und mich schon wieder über Panzer unterhalten muss. Weil wir eine Debatte haben in Deutschland, seit Monaten streiten wir uns darüber, ob wir Panzer in die Ukraine schicken sollen oder nicht. Wenn diese Debatte jetzt endlich zu Ende ist, dann können wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Dann ist quasi der Korken endlich raus, dann haben wir endlich die Möglichkeit, diese Fluttore zu öffnen. Uns nicht mehr über jede einzelne Munitionskiste, über jeden einzelnen Helm zu streiten, sondern einfach mal zu sagen, wir machen das jetzt. Wir helfen der Ukraine, wir helfen ihnen dabei, die Demokratie zu verteidigen. Das heißt, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht mehr Geld kosten mag mit den Panzern, sagen wir auf Dauer, sorgt es auch dafür, dass wir nicht nur Panzer schicken können, sondern dass wir kontinuierlich Sachen in die Ukraine verfrachten können. Weil wir in der Lage sind zu zeigen, guckt mal, wir haben das jetzt gemacht, wir kriegen das durch und wenn wir einen Panzer transportieren können, dann können wir auch andere Sachen transportieren. Dann zerfliegen all diese Sorgen, die uns Tobi dazu aufmacht. Das heißt, dementsprechend glauben wir nicht, das ist irgendwie ein Schwarz-Weiß-Bild, wo nur das eine oder das andere möglich ist, sondern es ist beides möglich. Und auf die Weise können wir tatsächlich etwas verändern, indem wir nämlich helfen. Und das tun wir natürlich zum einen auch mit Sachen, die nicht Panzer sind, aber das tun wir auch mit Panzern. Denn unabhängig davon, wie diese Frühlingsoffensive aussehen mag, ist doch eine Sache wohl klar. Kriegsmaterial, Waffen, Panzer sind alles Sachen, die den Russen aufhalten, voranzuschreiten.
Es ist einfacher, eine Stellung zu überrennen, und dafür muss man kein Militärexperte sagen, meiner Meinung nach, wenn diese Stellung aus minus zwei Panzern besteht, als wenn an dieser Stellung zwei Panzer stehen. Das macht es doch einfacher, dieser Offensive entgegenzuwirken. Und warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, dass die Ukraine nicht verliert? Warum ist jeder Meter, jeder Zentimeter, den sie halten, jede Schlacht, die sie nicht verlieren, am Ende des Tages doch ein Sieg, der uns näher dahin bringt, wo wir hinwollen, nämlich am Ende des Krieges? Ich glaube, dafür müssen wir uns einmal die Frage stellen, wie endet dieser Krieg realistisch? Und ich glaube, da gibt es im Endeffekt vier Möglichkeiten. Die erste ist die furchtbarste, dass die Ukraine verliert, dass die Ukraine eingenommen wird, zu einem besetzten Staat wird und dass vor Ort Menschen leiden, dass vor Ort Menschen hingerichtet werden, dass vor Ort Menschen erschossen werden. Das ist offensichtlich nicht, was wir wollen. Was sind also die anderen Möglichkeiten? Die eine Möglichkeit ist, dass die Ukraine zurückkommt, dass die Ukraine es irgendwie schafft, Russland einzunehmen auf magische Weise. Auch unserer Meinung nach vollkommen unrealistisch. Die Ukraine schlägt sich sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist eine unglaubliche Leistung gewesen, was wir bisher sehen konnten. Der Mut, die Art und Weise, wie sie sich verteidigt haben, ist einfach inspirierend. Aber ich glaube, das ist das Entscheidende. Die Art und Weise, wie dieser Krieg endet, ist nicht, oder ist hoffentlich nicht, dass eine Seite die andere einnimmt. Die Art und Weise, wie dieser Krieg endet, ist, dass wir Putin, dass wir die Führungsspitze der Russen dazu bekommen, diesen Krieg zu beenden. Und was braucht es dafür? Was braucht es, damit ein Herrscher, ein Diktator, ein Tyrann aufhört, immer und immer weiter in ein anderes Gebiet einzudringen? Es braucht Druck. Es braucht Druck, der ihm zeigt, dass es nicht funktionieren wird. Es braucht genau das, was momentan passiert. Ein Krieg, der nicht vorangeht. Ein Krieg, den er nicht gewinnt. Eine Bevölkerung, die sich immer und immer weiter von ihm distanziert. Weil sie sehen, dass ihre Verwandten, ihre Söhne, ihre Brüder, ihre Väter sterben für etwas, das ihnen persönlich nichts bringt. Je größer dieser Druck wird, desto schwieriger wird es für Putin, diesen Krieg aufrechtzuerhalten. Je mehr Putin, je mehr die Bevölkerung sieht, dass wir als Deutschland, dass wir als Europa, dass wir als westliche, freie Welt hinter der Ukraine stehen, desto schwieriger wird es zu verkaufen, dass dieser Krieg für die Russen quasi schon gewonnen ist. Desto schwieriger wird es für Putin zu sagen, nach der Offensive sind wir durch. Und das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass das nicht passiert. Wir müssen diesen Ansturm, wir müssen den nächsten Ansturm, wir müssen den übernächsten Ansturm möglichst gut verhindern. Unterbinden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Russen es nicht schaffen, die Ukraine einzunehmen. Denn dann ist irgendwann der Druck für Putin zu groß. Dann ist er irgendwann in einer Situation, wo er nur noch zwei Optionen hat. Und zwar entweder diesen Krieg von sich auf aufzuhören oder durch jemanden ersetzt zu werden, der das für ihn tut. Das ist der Punkt, wo wir hin müssen in dieser Debatte. Das ist der Punkt, an dem wir momentan in der Welt ankommen müssen. Ein Punkt, wo dieser Krieg endet. Und ich glaube fest, dass wir ihnen heute gezeigt haben, dass die Panzer als erster Schritt von vielen, aber auch die Panzer an sich in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass Putin diesen Krieg nicht mehr unendlich lange weiterführen kann. Und dass wir irgendwann endlich an einem Punkt sind, wo nicht mehr jeden Tag hunderte Leute im Osten sterben. Vielen Dank, Dario. Und dann freuen wir uns auf die Erwiderung und Ergänzung der Opposition von Maxi. Hört, hört. Jeder Meter, jeden Zentimeter, den wir halten, jede Strecke, die wir den Russen nicht vorwärts kommen lassen, das ist ein Sieg für die Ukraine, für unsere Demokratie. Dario schwingt in seiner Rede Riesenworte. Er erzählt irgendwie davon, wie das diese ganze Vermächtnis von unseren Werten, von das, was uns ausmacht, wichtig ist. Und er redet von kämpferischen Parolen. Und ich finde, dass das nicht so ganz fair ist. Denn Dario manipuliert uns alle so ein bisschen, indem er behauptet, okay, das ist ein riesengroßer Einflussfaktor, den wir nur auf der Seite der Regierung bekommen. Wir haben euch von Anfang an in unseren Zwischenfragen, in unserer ersten Rede und auch jetzt werde ich euch zeigen, dass wir eben
für ein schnelles Ende im russisch-ukrainischen Krieg sind. Dass wir gegen Blutvergießen an der Front sind und dass wir diesen Konflikt so schnell wie möglich beilegen wollen. Aber was wir euch auch zeigen ist, dass Kampfpanzer einfach strukturell das falsche Mittel dafür sind und dass wir unsere Ziele viel besser erreichen, indem wir alternative Waffensysteme schicken. Was erzählt uns die Regierung denn nämlich jetzt schon die ganze Zeit? Sie sagt auf der einen Seite, ja, Kampfpanzer sind super wichtig, weil das funktioniert ganz intuitiv, wir gewinnen den Krieg, weil plus zwei Panzer sind besser als minus zwei Panzer. Das stimmt ein Stück weit, aber plus zwei Panzer sind halt immer noch schlechter als irgendwie ein Trupp Panzergrenadiere, die richtig ausgebildet und die richtig ausgestattet sind. Denn Panzergrenadiere sind eben dafür da, diese Panzer zu zerstören. Und was viel sinnvoller ist, ist eben dieses politische Kapital, diese Überzeugung, die wir jetzt haben, der Ukraine helfen zu müssen, in möglichst effektive Waffensysteme zu stecken. Tobi erzählt euch in seiner ganzen Rede, warum Kampfpanzer das falsche Mittel sind. Er zeigt einmal, dass die Ausbildung an Kampfpanzern einfach unfassbar lange dauert und gerade an alternativen Waffensystemen, die vom Westen entwickelt wurden, die prinzipiell anders funktionieren, dass man dafür viel Zeit braucht und die Ukraine diese einfach nicht hat. Wir zeigen auch, dass der Leopard das im falschen Terrain kämpft, dass die Ukraine einfach nicht der Schlachtplatz ist, auf den er konzipiert und ausgelegt wurde. Und dass es eine unfassbare Pioniers-bataillonsartige Nachhut braucht, die diese Panzer immer wieder instand setzt, die mit Bergepanzer irgendwie beschädigte Panzer rauszieht und dass wir all diese bestehende Infrastruktur in der Ukraine nicht haben und dass wir sie nicht auf die Beine stellen können. Das heißt, wir tun es doch mit den bestmöglichen Mitteln. Wir tun es mit Militärexpertinnen und Militärexperten. Wir tun es mit all der Expertise der NATO, unseren Bündnispartnern in der EU. Aber es gibt strukturelle Gründe, warum Kampfpanzer nicht das richtige Mittel sind. Und deswegen sagen wir euch, auch wie Tobi sagt, dass es ganz klar ist, okay, dadurch heizen wir diesen Konflikt nur auf. Ja? Wir kippen noch mehr Öl ins Feuer und dadurch nehmen wir uns irgendwie die Möglichkeit, die Waffensysteme zu liefern, die sinnvoll sind. Warum heizen wir diesen Konflikt jetzt völlig unnötig auf? Naja, das ist so eine symbolische Eskalation. Wir liefern wirklich die Spitze deutscher Ingenieurskunst und die besten schweren Waffensysteme, die wir haben. Diese Waffensysteme sind dafür da, um irgendwie gegen die russischen Truppen zu kämpfen. Und das führt automatisch zu Druck auf Russlands Seite. Denn wenn die jetzt berichten, ja, Deutschland sendet die Leopard 2A6, die besten Panzer, dann führt das natürlich unweigerlich zu einem gewissen Angstgefühl auf Seite der russischen Bevölkerung. Und das ist eben das Werkzeug, was die russische Propagandamaschine in seiner Hand braucht, um diese Propaganda weiter anzuheizen. Ja. Meinst du nicht, wenn wir unsere Top-Ingenieurskunst darüber schicken, stiften wir auf die Weise alle anderen westlichen Partner an, auch ihre Top-Sachen rüber zu schicken? Heißt, auch all die Sachen, die ihr unbedingt wollt. Meint ihr nicht, wir sind ein Vorbild, das die anderen Länder dazu motiviert, selbst wenn unsere Panzer vollkommen nutzlos sind, ihre guten Sachen, die ihr auch haben wollt, rüber zu schicken? Nein. Also Deutschland motiviert gerade wirklich niemanden, ja? Polen will schon Leopard-Panzer schicken, der Challenger wird geliefert, die Amis wollen Abrahams liefern. Deutschland sind die Letzten, wir ziehen gar keinen mit, wir werden mitgezogen. Das ist die genau falsche Kausalität, die Dario uns aufzeigt. Und auf der anderen Seite haben wir dafür, auf der anderen Seite haben wir dadurch ein flammendes Inferno der russischen Propagandamaschine. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wir haben irgendwie diese erhöhte Kampfmoral in der Bevölkerung. Wir sagen, okay, der böse Deutsche kommt wieder mit seinen Russland an, mit seinen Panzern an die russischen Grenzen. Wir müssen uns weiter verteidigen. Es gibt immer mehr dieses Stigma, was Putin befeuern kann, um eben den Krieg weiter in die Länge zu ziehen, um mehr Tote zu verursachen und um mehr Leid in der ukrainischen Bevölkerung zu verursachen und auch in der eigenen, denn die Soldatinnen und die Soldaten an russischer Front werden nun mal einfach verheizt. Und deswegen sagen wir und sage ich auch, dass wir mit dieser Aktion
mehr schaden, als wir nützen. Denn wenn wir unser Finanzkapital, unser politisches Kapital, auch unser Ausbildungskapital der Bundeswehr darauf verwenden, die falschen und ineffektiven Waffensysteme zu senden, dann haben wir auf der einen Seite natürlich einer ukrainischen Bevölkerung, der nicht geholfen ist, die sogar noch Schaden dazu hat, und wir haben auch noch einen Schaden an der eigenen Truppe. Denn ich habe vor bald gut einem Jahr geschworen, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe. Das habe ich vor bald einem Jahr geschworen, und mittlerweile bin ich als Obergefreiter im Bundeswehrkrankenhaus Hamburg tätig. Und das ist auf jeden Fall eine belastende Situation. Aber es zeigt uns umso mehr, dass wir in einer Sicherheitslage in unserer Welt als Deutschland, als westlich-demokrater Staat nicht eine Glaskugel haben, mit der wir in 5, in 10 Jahren in die Zukunft sehen können, sondern dass wir eine Armee brauchen, dass wir die Bundeswehr brauchen, die eben Hardpower, die Kapital in die Waagschale wirft. Und wenn wir jetzt diese Systeme abgeben, ziehen wir mega lange Schatten nach hinten. Ja? Das heißt, dass die eigene Truppe nicht am Panzer üben kann. Das heißt, dass die eigene Heereslogistik nicht die Panzer reparieren kann, sondern dass sie in der Ukraine nun mal verschrottet werden. Und deswegen sind wir für eine sinnvolle Hilfe der Ukraine und gegen Kampfpanzer. Vielen Dank. So, wir haben von beiden Teams gehört und einige Standpunkte wurden dargelegt, aber ich bin mir sicher, dass Sie alle die Debatte noch bereichern können, und würde um Wortmeldungen bitten. Ja, bitteschön. Haben wir ein Mikrofon? Ah, könnten Sie... Wollen Sie unseres nehmen? Ja, das geht auch. Dankeschön. Es wurde hier erwähnt, besonders von der Opposition, dass andere Waffensysteme genutzt werden sollen. Wovon spricht man denn da? Was ist damit gemeint? Okay. Ja, es sind besonders gepanzerte Truppentransporter, die wesentlich leichter sind. Die Grenadiere, das heißt Truppen mit meinetwegen Panzerfäusten, mit Abwehrwaffen, mit dem Miele und so transportieren können. Das ist einmal der Fennec, das ist der Transportpanzer der Aufklärertruppe. Das ist der Boxer, den benutzt die Sanität und das benutzt auch das Heer. Das sind leichtere Panzer, die besser in dem Gelände manövrieren können und die mehr Leute bewegen können. Und das ist wahrscheinlich auch das Jagd. Das ist ein relativ neues System, es ist auch gepanzert und es wiegt nicht mal ein Zehntel des Leopards. Es ist wesentlich geeigneter und es hilft diesen Leuten, den Krieg schneller zu gewinnen und weniger Leid zu verursachen. Danke. Haben wir noch Meinungsmeldungen? Ja, da hinten vielleicht. Ja. Wollen Sie vielleicht aufstehen und einmal ans Mikrofon gehen? Dann, ja, dann kann der Livestream Sie auch hören. Ja. Ah, okay. Danke. Macher. Meine Frage geht an die Regierung. 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, 20 Millionen Opfer in der Sowjetunion. Die Symbolkraft, dass deutsche Panzer wieder sozusagen in einen Krieg einschreiten gegen Russland, würde natürlich auch das Argument der Opposition nochmal, diese Symbolkraft in der Propaganda, in der Rhetorik, auch in der gesamten Bevölkerung, das wurde noch gar nicht thematisiert. Das finde ich schade, da würde ich gerne was zu hören. Interessant. Ich glaube, in der Heute-Show war es gesehen, dass in Russland gerade Shows laufen, in denen Olaf Scholz mit Hitler verglichen wird. Es wird darauf geachtet, wie die Körpersprache ähnlich ist, wie sie ähnliches Aussehen haben, wie ihre Gesichtszüge ähnlich sind. Am Ende des Tages zeigt uns das aber vor allem eine Sache. Wir reden halt von der Propagandamaschine eines korrupten, tyrannischen Staates. Wenn die was sagen wollen, dann sagen die das. Was auch immer wir da hinten als Wahrheit hinterlegen, ist absolut irrelevant. Selbst wenn kein einziger deutscher Panzer jemals deutsches Gebiet verlässt, werden die Russen, wenn sie das Gefühl haben, es nützt ihnen, im Zweifelsfall sagen, das sind deutsche Panzer, die an der Grenze stehen. Und wenn es keine deutschen Panzer sind, dann sind das von deutschem Geld gekaufte französische Panzer oder amerikanische Panzer. Propaganda in einem Staat wie Russland wird so oder so gegen den Feind benutzt, unabhängig davon, was wir als echte oder unechte Maßnahmen quasi dahinter stehen haben. Ja, bitte. Mein Name ist Silke Wichert. Hallo, mein Name ist Silke Wichert.
Ich komme aus Niedersachsen und da haben sie ja Herrn Pistorius dann jetzt nach Berlin geschickt. Und den Herrn Pistorius habe ich gehört, noch bevor feststand, vorgestern war das, ne, dass wir das Deutschland Panzer liefert. Und aus seiner Rede ging hervor, dass zunächst, ich glaube, das war in Rammstein, ich weiß nicht, wo schlussendlich die Entscheidung gefallen ist, erstmal diskutiert und beschlossen werden muss, wer was liefert. Und da ist Großbritannien mit beteiligt, die USA, ich weiß nicht, inwieweit Frankreich. Und dass dann erstmal gezählt wird, wie viel von den Leopards einsatzfähig überhaupt sind. Und dann weiß ich eben jetzt nicht genau, auf was sich die Opposition hier und die Regierungssprecher, Debattanten beziehen. Denn der Beschluss ist ja gemeinschaftlich gefasst worden. Das ist ja nicht Deutschland allein, die gesagt hat, jetzt liefern wir, so ich Herrn Pistorius richtig verstanden habe. Danke. Dankeschön. Aber haben Sie auch eine Meinung, auf welcher Seite Sie stehen? Weil sonst kann niemand gegen Sie reden. Ja, jetzt, wenn es so beschlossen ist, dann liefern wir. Ja, das ist ja ausreichend diskutiert. Okay. Möchte jemand dagegen reden? Genau. Ich glaube, es liegt hierbei vor allem um was Technisches. Es geht weniger darum, was quasi wirklich schon beschlossen wurde. Es geht eher darum, sind wir der Meinung, ob es eine gute oder eine schlechte Idee ist, in dem Fall wir dafür, die andere Seite dagegen, dass das quasi gemacht wird von Deutschland. Vielleicht in Zusammenarbeit mit anderen europäischen oder NATO-Partnern, vielleicht aber auch alleine, unabhängig davon quasi einfach nur, ist es eine den Krieg verkürzenden, eine insgesamt gute Idee oder schlechte Idee, Panzer rüberzuschicken. Genau. Das heißt, in gewisser Weise fiktivieren wir etwas, was zumindest unsere Befugnis angeht. So, offensichtlich können wir das sowieso nicht entscheiden. Insofern genau, geht es vor allem um eine Diskussion wie im Fernsehformat quasi. Gibt es weitere Wortmeldungen? Mit Meinung am besten. Ja, Sie da hinten vielleicht. Ach, oder? Okay, da vorne auch der Herr im blauen Pullover. Ja, moin, mein Name ist Ulf. Ich möchte einen Kommentar in Richtung der Opposition geben. Und zwar, was mir in der Debatte bisher komplett fehlt und was, wo die Opposition aus meiner Sicht schwache Argumente gebracht hat, ist die Tatsache, es wurde hier viel argumentiert, warum die Leopard 2 Panzer nicht passen würden, ob sie im Schlamm versinken oder nicht. Was mir absolut fehlt, ist die Tatsache, die Ukraine hat sich diese Panzer gewünscht und die Ukraine muss sie einsetzen. Was sagen Sie dazu? Die Opposition bekommt die Möglichkeit zur Gegenrede. Ja, das Problem ist, dass es keine ausgebildeten ukrainischen Soldaten gibt, die das vernünftig machen können. Und es wird sie auch nicht in den nächsten 1-2 Jahren geben. Ich glaube, dass die Ukraine mit gutem Fug und Recht behauptet, dass der Leopard 2 vermutlich einer der besten Kampfpanzer der Welt ist und dass er bestimmt auch einen Beitrag in einem jeden Konflikt leisten kann. Aber ich glaube vielmehr, dass das ein Punkt ist, der mehr auf die Symbolebene geht, dass wir Deutschland dazu motivieren, die schwersten Waffen rauszurücken, dass wir dann vielleicht in Richtung Jets gehen, dass wir dann vielleicht in die Richtung gehen, dass wir noch tiefer in diesen Krieg einsteigen und wir sagen, das ist nicht der sinnvolle Weg und wir sagen, da müssen wir auch mal nicht das tun, was die Ukraine sich wünscht. Und deswegen sind wir in der Meinung schon abweichend von der Ukraine, aber wir erachten sie einfach für sinnvoller für die Ukraine. Danke. Ich muss auch noch mal darauf hinweisen, nur so, dass die Debattanten natürlich sich nicht aussuchen können, auf welcher Seite sie stehen. Sie bekommen ihre Seite zugelost und dann müssen sie nur mal dafür reden. Ja, da vorne gerne. Das Mikrofon kommt. Ja, Dankeschön. Ja, also ich hätte den Standpunkt der Opposition vielleicht sogar noch etwas vehementer und noch etwas grundlegend kritischer noch gewünscht. Deswegen geht es eigentlich gegen die Regierung mehr. Meine Frage wäre nämlich die folgende. Wir haben vor einiger Zeit, wir haben ja auch schon über vergangene Debatten gesprochen, darüber debattiert,
was, ob möglicherweise zum Beispiel kleinere nukleare Waffen eingesetzt werden könnten von Seiten Russlands in der Ukraine. Wir haben von schmutzigen Bomben gesprochen, wir haben von, der US-Präsident sprach von einem Nuclear Armageddon. All diese Sorgen wurden eine ganze Zeit lang ziemlich ernst genommen und auch immer wieder angesprochen und scheinen jetzt im Laufe dieser Debatte komplett vergessen worden zu sein. Die Frage, die sich mir nämlich stellt, ist, wenn wir Leopard 2 Panzer, ob sie nun besonders effektiv oder nur ein wenig effektiv sein sollten, liefern würden und sie führen tatsächlich dazu, dass die Ukraine eine militärisch die Oberhand bekommt, dass dann die Frage ist, wenn zum Beispiel irgendwann die Frage steht, sollte man die Krim versuchen wieder einzunehmen und die Ukraine da ihrem Sinn nach tatsächlich es auch weiter versucht, könnte es nicht sein, dass dann Russland möglicherweise doch wieder zu der nuklearen Option zurückkehrt? Vielen Dank für den Beitrag. Und die Regierung bekommt die Möglichkeit zur einminütigen Gegenrede. Ich glaube, dass es hier wichtig ist, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, dass das quasi keine geschlossene russische Front ist. Heißt also, dass auch innerhalb der russischen Bevölkerung, innerhalb der russischen Militäre nicht alle der Meinung sind, dass das eine super geile Idee ist. Gerade bei einem atomaren Erstschlag, der das dann ja wäre, ist allen Menschen inhärent erstmal bewusst, dass das vermutlich das Ende wäre, vor allem für die Russen. So, wenn die Russen anfangen, nukleares Material in der Ukraine einzusetzen, so nah an Europa, so nah an NATO-Partnern dran, dann wäre das halt. Ja, das Armageddon, wie Sie so schön sagen. Dementsprechend ist es aber auch sehr unwahrscheinlich, dass das realistisch passieren wird. Denn die Russen selber haben auch kein Interesse daran. Wenn wir davon ausgehen, theoretisch, dass es quasi nur einen einzelnen Knopf drückt, auf den raufgehauen wird, wenn Putin gerade denkt, so nein, ich kann nicht mehr, dann wäre das vermutlich wirklich eine Sorge. Wir glauben aber, es gibt auch in Russland Leute, die am Ende des Tages diese Sachen losschießen müssen. Es gibt Soldaten, die das nachmachen müssen. Also diese Sachen werden ja gewartet. Es ist ja keine Ein-Mann-Entscheidung. Und spätestens die Kette runter, gibt es halt Leute, die Familie in Moskau haben, gibt es Leute, die sich bewusst sind, was das für Folgen für sie, für ihr Leben, für ihre Familie und alle anderen hat. Dementsprechend halten wir diese Wahrscheinlichkeit für sehr unwahrscheinlich und selbst wenn nicht, ist es vermutlich symmetrisch auf beiden Seiten. Darum haben wir uns so wenig darüber unterhalten. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen mit Meinung für oder gegen das Thema? Ja, da hinten. Ich habe eine Frage gegen die Regierung. Sie sprachen vorher davon, dass wenn wir die Panzer liefern, sprudeln wir ja alles andere quasi mit raus. Wir haben jetzt 100 Milliarden nochmal zusätzlich in die Bundeswehr reingesetzt, dass wir bis 2025 zumindest mal Unterhosen an unsere Soldatinnen und Soldaten geben können. Von welchem Material das, also wir haben ja nur ein begrenztes Budget, was wir irgendwie für die Ukraine aufopfern können, damit wir selbst noch wehrhaft bleiben. Von welchem Budget sollen wir denn noch mehr sprudeln, wenn wir schon 12 Panzer liefern, die uns schon schaden als Bundesrepublik, wie viel können wir denn überhaupt noch erübrigen, wenn wir die jetzt in der liefern und vermutlich kommen sie ja so nicht zurück? Und erneut erhält die Regierung die Möglichkeit zur einminütigen Gegenrede. Genau, das ist so ein bisschen die Krux der Debatte, wo auch quasi beide Seiten sich drüber streiten, wo können wir die sinnvolleren Sachen und davon möglichst viel rüberschicken. Und klar ist Geld erstmal eine Grenze. Wir sagen am Ende des Tages zwei Sachen. Wir sagen zum einen, wenn wir die Panzer rüberschicken, können wir zum einen nicht nur neue Panzer rüberschicken, wir können auch bestehende Sachen, die jetzt zum Beispiel gerade repariert wurden, nachdem ja bei den Übungen klar geworden ist, dass das dringend nötig war, zum Beispiel diese Sachen aus der Wartung rüberschicken. Wir glauben, dass wir sie selbst nicht so dringend brauchen, denn wir sind NATO-Partner. Rote Linie wird vermutlich nicht überschritten, hoffen wir. Und das heißt, am Ende des Tages glauben wir, wir können zum einen bestehende Sachen schicken, zum anderen aber auf die Weise auch die zukünftige Möglichkeit für mehr Ressourcen und Ähnliches schaffen. Denn das Geld, das uns zur Verfügung steht, steigt ja auch mit der Akzeptanz der Bevölkerung, Geld dafür zu nutzen. Wir glauben, je mehr wir zeigen, dass unser Geld nicht nur im Militär irgendwo in deutschen Kasernen oder bei McKinsey landet, sondern aktiv benutzt wird, um Menschen und die Demokratie zu verteidigen, desto bereiter sind wir als auch Bevölkerung, nachher mehr Geld über das bisher vorhandene Geld da reinzustecken und damit ein gutes Ziel, in dem Fall die Verteidigung der Ukraine, irgendwie zu unterstützen. Gibt es noch Meldungen gegen die Opposition? Ja, bitte, Marcel. Oh, jetzt was.
Da der Eid ja schon einmal hier angesprochen wurde, ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Auch ich habe diesen Eid geleistet vor 4 Jahren und ich weiß tatsächlich, dass der Fennek oder auch der Boxer nicht dafür da ist, um in den Kampf nach vorne geschickt zu werden. Also es sind keine Kampfsysteme per se. Es sind Systeme, um ja, Informationen zu gewinnen oder um Truppen zu bewegen. Aber was möchte denn die Opposition denn jetzt wirklich gegen die russischen Kampfpanzer entgegensetzen? Weil mit dem Fennek kommen sie nicht wirklich weit. Danke. Ja, was möchte die Opposition? Ja, vielen Dank für die Möglichkeit zur Klarstellung. Es geht uns, wie gesagt, darum, die Truppen nach vorne zu transportieren. Also wir sagen, dass Panzergrenadiere, dass leichte und mobile Trupps, die mit Panzerfäusten etc. ausgestattet sind, viel, viel, viel effektiver sind als schweres Gerät, was man eben im 1-zu-1-Duell oder eben im Zug gegen Zug oder Kompanie gegen Kompanie-Duell mit dem Panzer stellt. Ja? Wir sagen, wir nutzen diese gepanzerten Fahrzeuge, um sie nach vorne zu transportieren und dort dann eben den Kampf Panzergrenadier gegen Panzer zu führen. Wir sagen, das ist die probatere Mitte und das sagen nicht nur wir. Vielen Dank. So, jetzt haben wir 3 Reden für die Regierung und 3 Reden für die Opposition gehört. Ich glaube, wir schließen diesen Teil ab, denn die Stimmungslage ist nicht so aufgeheizt heute. Dann freuen wir uns auf die Zusammenfassung der Debatte aus Sicht der Opposition von Tove. Hört, hört. Ich habe mir letztes Mal vorgenommen, weniger Zettel zu brauchen. Das hat nicht geklappt. Wir betreiben Symbolpolitik und riskieren damit alles. Das ist das, wofür wir heute stehen. Dass wir zugunsten der Symbolpolitik, zugunsten der emotional aufgepeitschten Bevölkerung in Deutschland und in Europa und auf der ganzen Welt irgendwelche ineffizienten Maßnahmen treffen, um diese Leute zu befrieden, um irgendwie ein Symbol zu setzen und damit aber auf der anderen Seite ganz viel riskieren. Ich möchte erstmal klarstellen, was eigentlich genau an der Front hilft und was nicht. Dann möchte ich kurz darüber reden, wie wir eigentlich Ressourcen am besten einsetzen. Dann nochmal sagen, was es eigentlich genau mit der Außenwirkung macht und wo wir uns hier vielleicht auch widersprechen. Und dann am Ende schauen, was für ein Ziel wir eigentlich erreichen können. Und möchte erstmal beginnen, was hilft denn an der Front? Und dann kommt Finn und sagt uns Panzer. Panzer sind gut. Vielleicht ist das so ein bisschen vielleicht das preußische Erbe. Panzer sind erstmal stark, die sind gut, die sind schnell, die machen Bumm. Das ist doch mächtig, das muss doch helfen. Wir glauben aber, dass an der Front das, was wirklich hilft, und zwar das, was im Schlamm hilft, das, was in den Schützengräben hilft, das, was an der unmotivierten Front hilft, das sind gut ausgebildete Kräfte für das Equipment, das sie haben. Das sind die Fahrzeuge, die tatsächlich sich in dem Terrain bewegen können oder insgesamt die Gerätschaften, die sich für das Terrain eignen. Das sind gewartete, funktionierende Gerätschaften und das sind im besten Fall auf der anderen Seite unmotivierte Soldaten. Das ist erstmal der Best Case, den wir haben können, damit die Ukraine möglichst gut dasteht. Und all das riskieren wir eben für diese Symbolpolitik. Zu den Ressourcen. Dario sagt, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und da hat gerade eben schon aus dem Publikum ganz richtig jemand gesagt, na, aber wir haben ja nicht unendlich viel Geld. Wir haben nicht unendlich viele Züge, mit denen wir das transportieren können. Wir haben nicht unendlich viele Ressourcen, beispielsweise im Militär, das hat Max ja euch erklärt. Wir haben nicht unendlich viele Menschen, wir haben nicht unendlich viele Arbeitsstunden pro Woche. Das ist alles limitiert. Und das deutsche Militär ist jetzt nicht von Ressourcen unbedingt übermäßig gesegnet und beispielsweise sowas wie Rheinmetall ist am Produktionsmaximum, da ist ein schneller Deckel erreicht. Das heißt, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt funktioniert nicht, weil wir da ganz schnell an ein Limit stoßen, wo wir uns genau überlegen müssen, welche Ressourcen wir wo reinstecken. Und diese Panzerlieferung ist logistisch und aus allen möglichen Ressourcen extrem aufwendig, international und national. Und damit erreichen wir, und das haben Tobi und Maxi euch wunderbar erklärt, gar nicht so viel an der Front, weil die gar nicht so geeignet sind. Das heißt, wir machen
machen das alles für dieses Symbol. Aber wir könnten die Ressourcen viel besser einsetzen, indem wir beispielsweise die ganzen Beispiele, die ich jetzt nicht so gut wiedergehen kann, ich glaube Grenadiere und Jacks habe ich verstanden von Maxi, die könnten wir mit diesen Ressourcen stattdessen liefern. Es ist ein Entweder-Oder und wir glauben, dass wir deutlich bessere Sachen in die Ukraine liefern können und es eben damit nicht tun. Und wir haben auch noch eine zweite limitierte Ressource, und zwar das politische Kapital. Und da kommt die Regierung und sagt, ja, wenn wir einmal die Tore öffnen, dann können wir auf einmal alles machen, dann brauchen wir keine Debatten mehr führen. Warum das gefährlich ist, dazu gleich nochmal. Wir glauben aber, dass es viel eher so ist, dass bei den nächsten Lieferungen wieder eine Debatte angestoßen wird. Weil wir sind die Deutschen, wir sind die Zögerer und das ist auch gut, wir sind die Vorsichtigen, wir sind nicht die Hitzköpfe, die die ganzen Waffen in andere Länder schicken, um da Krieg zu machen. Daraus haben wir gelernt, das machen wir nicht mehr, wir sind die Zögerer. Und deswegen wird auch bei der nächsten Debatte, deswegen wird auch bei der nächsten Debatte wieder eine lange Diskussion geführt. Das wird wieder der ganze Tagesschau-Feed, wird wieder komplett voll davon sein. Wir werden wieder Debatten darüber führen, alles. Wir werden wieder diese Debatten führen. Wir werden nicht die offenen Tore haben. Das bedeutet, dass wir dann wieder diese ganzen Debatten führen müssen und stattdessen eben die Geduld und die Zustimmung für die effizienteren Maßnahmen, die sich deutlich besser für dieses Terrain eignen, die verlieren wir wieder. Das heißt, wir haben sowohl im Militär als auch im gesellschaftlichen Diskurs ein schnelles Limit erreicht, wo wir die Ressourcen einsetzen können. Und die Regierung sagt hier, wir sollten die Ressourcen einsetzen, dieses große, weil der internationale Druck ist, auf diese eine Sache, die groß Bumm macht. Deine Frage. Ja, also du möchtest hier quasi herbeiführen, dass jedes Mal wieder eine lange Debatte durchgepeitscht wird, dass jedes Mal wieder wochenlang im Bundestag rumgehadert wird. Ja, und währenddessen, da sterben die Ukrainer. Aber das ist egal, weil Deutschland ist das Zögererland und das ist ja toll, weil wir sind ja nicht die Hitzköpfe. Es geht jedoch gerade darum, zusammen mit den Verbündeten gleichzuziehen, nicht vorzupreschen, sondern genau das zu tun, was all unsere Verbündeten tun und genauso eben einen positiven Effekt zu erführen, auch international. Zwei Punkte dazu. Ich will, dass jede einzelne Kriegshandlung genau durchdacht wird, dass sie genau durchdacht wird und langsam und kontrolliert gemacht wird. Denn ich will die langen Debatten, weil ein Krieg eben Leben kostet. Und ich glaube, dass ein vorschneller, überhitzter Gegenschlag auf beiden Seiten wieder zu Druck führt. Der führt wieder zu Gegendruck. Das führt zu Eskalation. Das hatten wir schon einmal im Kalten Krieg. Das ist fast explodiert. Das will ich nicht nochmal. Ich will, dass jeder einzelne Schritt durchexerziert wird und von allen Experten betrachtet wird. Auch wenn es lange dauert, auch wenn es unsexy ist. Aber es ist so wichtig, damit wir nicht zu der nuklearen Eskalation kommen, die bereits auch schon aus dem Publikum angesprochen wurde. Es gibt noch viel gefährlichere Stufen von diesem Krieg und jedes Zögern davor bewahrt uns davor. Zweiter Punkt, diese ganze Einigkeit, diese ganze internationale Einigkeit, das war ja auch so ein Punkt, dass wir Druck auf Putin ausüben müssen, indem wir Einigkeit darstellen. Wir glauben, Druck erzeugt Gegendruck. Wir haben mit diesen Kampfpanzern irgendwo wieder das Öl im Propagandafeuer. Und natürlich, Propaganda wird Propaganda machen, Propaganda wird Lügen spinnen und alles Mögliche. Aber es gibt tatsächlich Menschen, sogar in Russland, die können VPN benutzen, die können sich auch informieren, die können tatsächlich die Propaganda auch so ein bisschen aushebeln. Und diese Einigkeit, dieser Druck, das ist für einen Diktator eher ein Ey, ich gegen alle anderen. Wir sind hier die Helden, wir müssen uns verteidigen gegen die ganze Welt. Wir schaffen das zusammen. Das ist gut für die Moral an der Front. Das ist gut, dass sich mehr Russen mobilisieren lassen, dass sich mehr Russen vielleicht sogar freiwillig in den Krieg melden. Und das ist ganz schlecht für die Ukrainer, die denen dann gegenüberstehen. Weil die dann auf einmal wieder das Gefühl haben, weil die Russen dann das Gefühl haben, das Recht ist auf ihrer Seite. Weil die ja die ganze Welt gegen sie ist und diese ganz großen Waffen schickt. Zusammenfassend. Natürlich wollen wir der Ukraine helfen. Aber wir haben extrem limitierte Ressourcen, sowohl was das Geld angeht, als auch was Waffen angeht, als auch was die Zustimmung der Bevölkerung angeht und auch in das, was wir uns in dieser Wippe Propaganda und tatsächliche Hilfe leisten können. Das ist extrem limitiert und müssen wir ganz genau aufpassen, dass wir die richtigen Methoden einsetzen. Und wir haben euch die ganze Zeit erklärt, warum diese Panzer nicht die richtigen Methoden sind, warum es viel bessere Methoden gibt, die wir damit verlieren. Und außerdem wollen wir kein Öl in dieses Propagandafeuer gießen, damit dieser Krieg eben nicht eskaliert, damit wir vielleicht tatsächlich die nukleare oder den nächsten Eskalationsschritt abwenden können. Vielleicht lösen wir auf unserer Seite heute den Krieg nicht schnell auf. Aber wir widersprechen euch daran, dass ihr das könnt und wir glauben sogar, dass ihr ihn deutlich verschlimmert ohne jeden Gewinn und deshalb gegen die Panzerlieferung.
Vielen Dank, Tobe. Und dann freuen wir uns auf die letzte Rede dieser Debatte und die Zusammenfassung derselben aus Sicht der Regierung von Jule. Hört, hört. Wir reden hier darüber, was gut und was schlecht ist, was hilft und was nicht. Und wir sitzen hier auf Stühlen in einem warmen Raum. Was können wir denn da wirklich drüber aussagen, was da jetzt gut und schlecht ist? Was wir wissen, ist, dass die Ukraine, die an der Front kämpft, die nicht hier sitzt, dass die sagen, wir brauchen Panzer. Deswegen ist das eigentlich schon mal erst recht der Grund, um auf Toves letzten Punkt einzugehen mit den durchdachten Entscheidungen. Ja, die können wir hier ganz toll überlegen und durchdenken und irgendwie glauben, was da sinnvoll ist und was nicht. Aber wenn da jemand mit dem Leben bedroht ist und jemand sich per Online-Schalte dazu schaltet nach Rammstein und sagt, bitte, wir brauchen diese Panzer, eigentlich ist das doch schon Antwort genug, um bewerten zu können, ob das jetzt das richtige Mittel ist oder nicht. Ich erzähle gerne noch ein bisschen weiter dazu. Ich habe ja noch 6 Minuten zu füllen. Warum sind denn trotzdem Panzer sinnvoll? 2 Punkte, die eigentlich für sich alleine schon stehen. Wir haben gesagt, wenn wir Panzer schicken, dann öffnet das auch die Tore dafür, dass wir eben nicht über den 24. Helm debattieren und die 23. Munitionskiste, sondern dass überhaupt der Weg auch dafür frei ist. Wir entlasten gerade dadurch eben diese Entscheidungsfindung, weil wir schon wissen, das ist ungefähr der Korridor, in dem wir uns bewegen und wir können schneller auch Entscheidungen treffen, weil das allergrößte Ziel ist ja, einen kurzen Krieg zu haben. Und zwar einen kurzen Krieg, bei dem die Ukraine nicht als Verlierer rausgeht. Das heißt, wie schaffen wir das jetzt gerade mit Panzern? Wir können darauf setzen, dass wir mehr andere Sachen auch aus Deutschland schicken können und dass andere Länder eben nachziehen. Und ja, wir waren jetzt vorher nicht so der Trendsetter bei den anderen Ländern, aber woran lag das denn? Erstens, weil das jetzt die ganze Zeit unsere Position war, dass wir eben gerade nicht geliefert haben. Es ist nicht so, dass wir vorpreschen, sondern wenn, dann würden wir nachziehen, genauso wie Finn gesagt hat. Wir laufen gerade eher hinterher. Der zweite Punkt kann vielleicht auch sein, dass wir zwischenzeitlich Ministerinnen hatten, die eher in so einem Harry-Potter-Film besser aufgehoben werden. Die Fans wissen, was ich meine. Das aber mal dahingestellt, es ist die Möglichkeit einfach dafür da. Wir können genau jetzt diese Rolle wieder einnehmen, die wir uns ja so gerne wünschen würden. Und das Coole ist, diese beiden Punkte funktionieren auch dann, wenn die Panzer gar nicht funktionieren, die wir da hinstellen. Wenn die Leute nicht ausgebildet sind, wenn die Panzer im Matsch versinken, wenn wir es also auf die dümmstmöglichste Art machen, wie uns ja die Opposition hier zeigen will, selbst wenn die gar nichts bringen, haben wir diese Punkte trotzdem noch. Und wir haben euch auch gezeigt, wie wir es auch noch sinnvoll einsetzen können, also dass die Panzer auch noch funktionieren. Erstens, die Ukraine sagt eh, wir wollen die haben, wir brauchen die. Die werden wahrscheinlich sich damit auseinandersetzen, dass die so gut wie möglich eingesetzt werden, wenn die so stark auch danach fordern. Darüber hinaus besteht die Ukraine nicht nur aus Matsch, es gibt auch Städte mit Straßen, also spätestens da ist das auch kein Thema mehr. Wir können auch, offensichtlich gibt es ja auch Panzer, die leichter sind, wir können auch leichtere Modelle entweder hinschicken oder natürlich Dinge ausbauen. Wir können die auf die absolut minimalstmöglichste Ausstattung eben runterbrechen. Haben wir auch schon früher genau andersrum gemacht, dass wir irgendwelche Jets ausgestattet haben, die halt nur in der Wüste in den USA funktionieren, in Deutschland nicht so gut, haben wir auch schon hingekriegt. Die Ausbildung von 4 Jahren, das glauben wir, das kriegen wir auch schneller hin. Also wenn es wirklich darum geht, das soll jetzt wirklich vorankommen. Also ich bin jetzt echt kein Experte, aber das ist ein Panzer, der kann geradeaus, links, rechts, vielleicht rückwärts, weiß ich gar nicht, und schießt. Das klappt auch schneller. Von mir aus nicht so schnell, wie ich jetzt gerade gesagt habe, aber binnen ein paar Monaten haben wir die Jungs da soweit ready, dass die starten können. Und das ist vor allem der Punkt, dass wir da ja auch wissen, dass sie das genau an der Front auch brauchen und denen das nämlich auch dann genau liefern können. Ich komme gleich zu dem großen Ziel, warum damit auch der Krieg kürzer ist. Davor noch eine Frage. Ja, vielen Dank. Also ihr erzählt uns die ganze Zeit, die Ukraine wünscht sich nur Panzer. Aber die Wahrheit ist doch, die Ukraine wünscht sich Stinger, die Ukraine wünscht sich Jets, die Ukraine wünscht sich leichte Panzer, schwere Panzer, Kampfpanzer, Kampfpanzer, über die wir reden. Und wir haben euch 21 Minuten lang erklärt, warum Kampfpanzer eine dumme Idee sind und warum
andere Möglichkeiten viel sinnvoller sind und warum unser politisches und finanzielles Budget begrenzt ist. Und jetzt erzählt ihr uns hier, ja, aber Kampfpanzer wollen sie auch und deswegen ist es das einzige Sinnvolle. Erklärt also, doch mal. Sie wollen die Kampfpanzer und also tendenziell würde ich demjenigen, der wirklich aktuell vor Ort ist, mehr glauben, wenn er sagt, okay, das wollen wir jetzt, als dass wir von außen beurteilen, was vielleicht doch besser helfen kann. Sie haben wirklich gesagt, dass Sie das brauchen und haben wollen. Aber wir haben ja auch gesagt, wir öffnen da ja auch wirklich die Tore, um schneller mal über andere Sphären zu reden. Wir reden ja auch mal wirklich schneller über Entscheidungen, weil wir schon mal ein paar Schritte vorangegangen sind und uns darauf auch beziehen können. Und auf der Basis zum Beispiel wesentlich schneller darüber entscheiden können, liefern wir jetzt auch noch Jets oder nicht, weil wir schon mal so eine kleine Stufe gegangen sind und nicht die Entwicklung von Helmen und Wärmedecken zum Eurofighter geschlagen werden muss. Da ist der Zwischenstep Panzer eher sogar förderlich, gerade für eure Seite. Und klar, finanzielles, politisches Kapital ist gebunden. Wir binden aber auch unfassbar viel politisches und finanzielles Kapital genau mit dieser Debatte, die wir seit fast 12 Monaten kennen. Und die können wir damit für alle Mal auch erstmal abhaken und uns genau auf diese Dinge auch noch mehr konzentrieren. Das größte Ziel ist ein kurzer Krieg. Da sind sich beide Seiten einig. Wir wollen einen kurzen Krieg, weil dadurch so viel Leben wie möglich verschont werden und wir so schnell wie möglich auch in stabilisierende Nachkriegsverhandlungen kommen und da eben weitermachen können. Wir wollen vor allem, dass die Ukraine dann nicht als Verlierer rausgeht. Die beiden Szenarien von den vier, die euch Dario genannt hat, sind dann in dem Fall, Putin wird entweder abgesetzt oder ist weg oder fällt vom Stuhl oder er lenkt ein. Und in beiden Fällen müssen wir genau ja dann bei Putin ansetzen und bei ihm Druck ausüben. Und wie können wir das gerade bei einem autokratischen Regime durch militärische Machtpräsentation? Ja, Symbol ist erstmal hier schön und da, aber das hat trotzdem Wirkung, gerade in einem Land, was eben sich eh die Propaganda so strickt, wie es eben passt. Also ob wir jetzt gerade Panzer schicken oder nicht, entweder ist das voll blöd, wenn wir Panzer schicken, weil wir die Luschen sind, oder wir sind jetzt... Ist Olaf Scholz und Hitler jetzt nochmal mehr Beispiel dafür? Ich weiß es nicht. Das können wir eh nicht kontrollieren. Das wird so oder so dahin gekommen werden. Das heißt, militärischer Druck brauchen wir und auch der innenpolitische Druck von innen aus Russland, der spielt uns da auch in die Karten, weil je länger der Krieg geht, desto stärker ist da auch eben der innenpolitische Druck von einem Alleinherrscher. Irgendwann kommen die Leute freiwillig zum Krieg melden, da sind wir schon längst dran vorbei. Also das wird einfach nicht passieren und Russland zieht seine Stärke eben aus der Mannskraft. Das heißt, ich bleibe noch mal am Anfang oder um es eigentlich zusammenzufassen, meine Rolle besteht ja heute eher als die Beenderin. Ich beende jetzt gerne diese Debatte hier. Ich beende aber vor allem diese politische Debatte, die wir hier führen, damit wir vor allem den Krieg beenden können. Danke. Ja, bitte. Ja, vielen Dank, Jule, und vielen Dank allen Debattierern. Wir machen jetzt dieses kleine Ritual am Ende. Dass wir einmal explizit die Rolle verlassen, die wir während der Debatte eingenommen haben. Denn letztendlich vertritt hier niemand seine eigene Meinung, sondern sie mussten für die Meinung reden, auf der Seite sie nun mal stehen. Und ich denke, das haben sie im Anbetracht der Schwierigkeit des Themas schon sehr gut hingekriegt. Jetzt... Gleich kommen wir vielleicht zu. Eigentlich, wir treffen uns ja sowieso gleich noch zum Weinempfang und da werden Sie bestimmt noch Gelegenheit haben, die Leute kennenzulernen. Oder möchtet ihr euch unbedingt jetzt vorstellen? Wenn du so fragst. Ja, bitte, dann einmal bitte die 6 Leute. Also wenn du so fragst, ist das irgendwie so negativ behaftet, wenn ich mich jetzt vorstelle. Also ich bin Tobias Barth und genau, ich gebe das jetzt einfach mal weiter. Ich bin Tove Mahler-Hortmann und kleiner Tipp, es gibt eine Veranstaltungsseite, da kann man sogar noch mehr Infos über uns lesen, falls wir jetzt zu viel spoilern. Ja, moin, ich bin Maximilian Maybauer, 19 Jahre alt und studiere Medizin über die Bundeswehr. Mein Name ist das an? Ja, perfekt. Mein Name ist Jule Welker, ich bin
23 Jahre alt und ich arbeite im Immobilien- und Investmentbereich. Moin, da die Infos ja immer mehr werden mit dieser Sache. Ich bin Dario Werner, ich bin 25 Jahre alt, ich studiere Jura an der UHH und ich mag Sport so mittelmäßig gern. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen, aber... Ja, moin. Also freut mich erstmal, dass das Interesse an uns besteht. Also vielen Dank, aber wir bleiben ja noch. Also wenn Sie da noch genauere Fragen haben, fragen Sie ruhig. Ja, ich bin Finn Odermatt, ich bin 18 Jahre alt und ich studiere tatsächlich auch Jura, ganz langweilig. Ja, Sport mag ich mittelmäßig, aber Tennis mag ich ganz gern, dann wenigstens in der Branche vielleicht etwas spezifischer, ganz gern. Dankeschön. Ja. Bevor wir dann in den lockeren Teil des Abends übergehen und Sie noch mehr Gelegenheit haben, diese sechs tollen Debattierer kennenzulernen und vielleicht auch noch zu erfahren, wie Sie denn wirklich zu dem Thema stehen, möchten wir natürlich wissen, ob sich das Stimmungsbild im Saal geändert hat. Und deswegen würde ich Sie alle nochmal bitten, Ihr Mobiltelefon rauszuholen und nochmal auf die Seite menti.com zu gehen. Wenn Sie die immer noch offen haben, umso besser. Dann wird sich da gleich nochmal die gleiche Frage abbilden, die wir Ihnen schon einmal gestellt haben. Und dann gucken wir mal, ob sich da was getan hat. Also, sollte Deutschland die Ukraine mit Kampfpanzern unterstützen? Ja, vorhin ist das Ergebnis ausgegangen. 70 dafür, 30 dagegen. Maximal zu gut! Hier wird gerade kritisiert, dass einige Fähnchen im Wind sind, aber letztendlich ist doch genau das, was wir immer machen in so Debattierrunden, dass wir versuchen, die bestmöglichsten Argumente darzulegen. Und wenn man sich dann ändert, also wenn man seine Meinung ändert, dann ist das ja auch ein Ausdruck dafür, dass man zumindest gut zugehört hat. Boah, 50-50 bei 136. Das ist eine sehr interessante Statistik, würde ich sagen, denn zumindest in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber in meiner Wahrnehmung kam die Position der Regierung auch im öffentlichen Diskurs mehr zur Geltung als die Position, die die Opposition heute vertreten musste. Vielleicht bildet auch einfach die Länge des Gehörten dann ein bisschen ab, wofür man am Ende stimmt. Und da Sie jetzt ja auch ähnlich lange mit beiden Positionen beschallt wurden, ist jetzt vielleicht die Stimmung ein bisschen ausgeglichen. Das ist aber ein sehr interessantes Ergebnis, finde ich, dass tatsächlich 20% von Ihnen Ihre Meinung nochmal geändert haben. Die gleiche Menge abgestimmt. Ich glaube, es ist 20 Stimmen weniger. Ja, da hinten ist noch eine Frage. Ich weiß, es ist keine Diskussion mehr, mich beschäftigt das nur so sehr. Unabhängig von all den Diskussionen, was es sinnhaft an Militärtechnik zieht, aber habe ich mich gefragt, ich würde gerne die Meinung von vielleicht anderen hören, haben wir als Deutsche eigentlich aufgrund der Geschehnisse Erster, Zweiter Weltkrieg überhaupt die Berechtigung, die moralische Berechtigung, irgendwelche Länder Militärtechnik zu liefern? Das ist eine ganz ausgezeichnete Frage. Die klären wir am besten draußen, würde ich sagen. Die Körperstiftung lädt uns wieder netterweise zum kleinen Drink ein. Und da würde ich sagen, gehen Sie einfach auf random Leute zu und stellen Sie mal die Frage. Und dann haben Sie gleich eine gute Debatte am Start. Vielen Dank, dass Sie da waren.